Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob es nicht irgendwo ein Auto gibt. Ich glaube, das wäre sinnvoll. So, zum Beispiel. So. So, ah, da. Renn da, renn da, renn, 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 renn! Charles, könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle nicht mehr relevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiß auf seine Motive. Er ist ein Verräter. Wie viel Zeit bleibt uns, um ihn zu stoppen? Es ist wirklich kompliziert, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Selbst mit der richtigen Verbindungsausrüstung wird Petrov dafür eine Weile brauchen. Und wo findet er außerhalb des Wissenschaftszentrums solche Ausrüstung? Nur an Bord des fliegenden Chelomei-Komplexes. Sonst nirgends? Na geil. Jetzt bist du geliefert, Petrov, du Verräterschwein. Ja. So, bevor wir weitergehen, schauen wir mal. Also, wir sind hier. Unsere Aufgabe ist da oben, oder? Die M, Erweiterung, Lush, Bad Boy. Hammer, Habit. EMP, Kalimator, erweitertes Magazin mit die PM. Das hätten. PM, Fuchs. Fuchs Dominator, PM. Schwede! Erweiterung für Polymerlegierung. Ist das. Nee, Moment, wir haben ja nicht mehr der Schwede. Da drüben ist der Damm. Ah, vielleicht hier unten. Patsche, ergonomischer Griff. Sollten wir zuerst das hier machen? Das könnte wichtig sein. So. Качественный и регулярный отдых.
Совет слит людей. Теперь добраться до лучших прибрежных курортов стало еще проще. А, подожди. Гагра, Евпатория, Одесса. Окей, я хунта. Юрмала и Ялта буквально на расстоянии выделены. Du wurdest vom Feind entdeckt. In Kürze werden weitere Roboter eintreffen. Ja. Путешествие намного более приятным, чем прежде. Белуга способна... So, die Frage ist... Okay, verstehe. Oh. Was war das? Подводном режиме. Это абсолютный рекорд среди кораблей подобного класса. Каждая лодка оснащена модулем искусственного интеллекта капитана. So, zuerst einmal sind wir hier. Wo sind wir? Ah, hier. Okay. So. Okay, wir müssen jetzt da rein. Umschauen. Gut. So. Okay. Kann man den nicht kaputt machen? Damit diese da das nicht mehr so rumschickt. Ist gut drauf. Oh, hi.
Wo haben wir noch alles Gegner? Da. Gut, wir müssen das Zeug einfach loswerden. So. Okay, aber wir können zuerst speichern gehen. Speichere so. Daten. Okay. Gut, das Zeug langsam hier aufräumen. So macht es halbwegs Spaß, wenn man das Zeug auch wirklich loswerden kann. Wenn man nicht Angst haben muss, dass alles wieder kommt. Gerade explodiert, aber wo? Mal umschauen. Oh. Gut. So. Alter, bist du hässlich. Ja, das ist er. Okay, da drüben sind einfach ein paar von denen. Aber sonst... damit. Oh. Ah, hier. Ja.
Gut. Der Ton. Au. So, dann entferne ich den da. Und hier. So, okay, da drüben. So. Okay. Das Teil ist unten, deshalb ist alles hier runtergefahren. Finde ich super. Ah, schade, geht nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in dieses Gebäude rein? Also in das Testgelände. So, und hopp. Hier ist eine Leiche. Hi. Oh, das ist ungewöhnlich. Die Unterhaltung eines Lebenden mit dem Restspeicher eines Verstorbenen ist das eine. Aber die Unterhaltung zweier Leichen, das ist neu. Mit mir ist alles in Ordnung. Ja, klar. Das sagen alle. Restfluktuationen. Aber ich kenne mich da aus und kann mit Bestimmtheit sagen, dass du auch tot bist, Kollege. Wovon redest du? Ich bin gesund und munter. Bist wohl ein Experte, was? Wir haben es hier mit einem Anomalie zu tun, die noch keiner untersucht hat. Was? Wovon redest du? Ich bin gesund und munter. Ach ja. Denn die Impulse, die ich von deinem Hirnimplantat erhalte, sagen mir, dass Major Nechayev in Wirklichkeit vor einer ganzen Weile gestorben ist. Wie erklärst du das? Ach, was für Chancen dieser gesamte Vorfall bietet. Ich entdecke sogar noch ein weiteres, noch seltsameres Signal. Es kommt direkt von... Hey, was ist passiert? Ich vermute, sein Polymerspeicher ist plötzlich erloschen, Genosse Major. Gehen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Ah. Oh, das ist unglaublich. Mit mir? Ja, okay. Erstaunlich. Für jemanden, der seinen Dings verloren hat. Bist wohl ein Experte, was? Wir haben es hier mit einer Anomalie zu tun, die noch keiner untersucht hat. Das würde ich nicht behaupten. Wenige, ja. Und ich war zufällig einer der Forscher, die dieses seltsame Phänomen identifiziert haben. Natürlich ohne einen Vorrat an Leichen, an denen ich hätte herumexperimentieren können. Ach, was für Chancen dieser gesamte Vorfall bietet. Ich entdecke sogar noch ein weiteres, noch seltsameres Signal. Es kommt direkt von... Hey, was ist passiert? Ich vermute, sein Polymerspeicher ist plötzlich erloschen, Genosse Major. Gehen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Er wollte etwas Wichtiges sagen. Erstaunlich. Okay. Gut, jetzt ist die Frage, wie kommen wir in die Testeinheit? Aber zuerst mal speichern. Speichere Daten. Ja, ja. Hmm.
Krake. Aha, hier haben wir nichts. So, Testgelände. Wie kommen wir da rein? Wir sind hier. Das sollte eigentlich... So, ist ja mal hier. Ist das vielleicht mit dieser Hütte hier? Kamera. So. Hab ich. Ist das vielleicht der Eingang? Also. Der Kreis sagt hier an. Ich sehe auch da unten Sachen, aber... Warte, vielleicht müssen wir doch zuerst da hoch. So. Und hopp. So. Also gut. Nicht nichts machen. Hier auch nicht. Habe ich auch nicht. Okay. Hier kann ich nichts machen. Gibt es hier sonst noch? Das ist ein Habicht. Was ist das? Gut. So, muss mich umschauen. Da kriegt man sich dahin. Okay, hier ist nichts. Dann müssen wir da hochgehen. Vielleicht... Laptop. Oder wir müssen durch dieses Rohr. Aber so, ja. Ah, ja. So. Vielleicht müssen wir einfach nur durch das Rohr gehen. Aber zuerst speichern. Speichere Daten.
Gut, dann hier. Aha. Dann nichts machen. Okay. So. Dann schwimmen wir. So. Ah, wir haben es gleich geschafft. Ah, dass wir auch keine Luft brauchen. Bedeutet vielleicht wirklich, dass wir tot sind. So. Okay. Gut, hinter dieser Tür ist was, aber sonst scheint es hier ruhig zu sein. Okay. Ah, das sind Funken und Nächte. Ups. Gut, hier ist nichts außer da drüben vielleicht. Aha. Ja, sonst nichts. Gut. Dreckiges Biest. So. So und komm. So. Okay, was haben wir? Oh, da haben wir noch mehr. Dann will ich zuerst hier die Sachen abernten. Also das Teil da. Okay. Ah. So. Gut, sonst haben wir hier auch wieder nichts. Alles mitnehmen. So. Also mal schauen. Sehr gut. Gut, einen Rückweg haben wir uns geschaffen. Sonst sieht alles gut aus. Aha.
erledigt. So. Aha. Okay, was haben wir hier sonst noch? Ah. Okay. Weiß nicht, ob wir das Richtige machen. Aber gut. So, und rein da. So, aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.